Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Together Pokémon Blattgrün hier im Kampf gegen Agathe. Und wie angekündigt, sind mit dabei der Moritz und der Simon. Agathe! Hauptsache, er geht erstmal auf den Namen ein. Gut, ja. Letzter Part. Bei Simon haben wir den Anfang der Liga gemacht, selbstverständlich. Und mal gucken, wie weit wir kommen. Wenn es eventuell nicht ganz zu Ende gehen sein sollte, Grammatik, dann bei Moritz geht es weiter. Mal gucken. Wir wissen es nicht, ja? Man kann es nicht einschätzen. Ich hab keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was ich machen soll, aber in Ordnung. Hoffen wir einfach mal, dass du es schaffst. Wir werden sehen. Wir werden den sehen. So ich hab Psychokinese. So irritiert von dem rote, von dem Anzeigerbalken da unten, dass das rot ist bei dir. Achso, die Farbe rot. Von Dick Story, die habe ich umgestellt, ja. Bei mir ist orange. Du kannst das umstellen. Ich habe das auf grün, wenn nicht aufgenommen wird, und rot, wenn aufgenommen wird. Same here. Yes, ja, ich hab's nur auf orange. Okay, ich hab's am Anfang gemerkt. Ich weiß nicht, ob es in deinem Internet lag, aber du hast gerade ein bisschen gehangen bei Together. Vergisst du das auch immer am Anfang? Meinst du jetzt mich, oder? Ja. Also manchmal vergesse ich das, oder habe ich aber eher bei dir gehangen. Ich glaube, das Together habe ich in den letzten Parts erwähnt. Also manchmal nicht, dann sage ich... Das Together kam noch so schnell mit rein. Ja, dann hat es gehangen, weil manchmal hänge ich das halt dran, dann sage ich Let's Play Pokémon Blattgrün dem Together, wenn ich dann merke, ich habe das Together nach dem Let's Play vergessen. Aber ich sonst... Ist auch regelmäßig. Jetzt ist das auch nochmal geleckt. Geil, ich sag ja. Komm, das Laggen ist ja nicht schlimm. Egal, man hört es ja nicht. Solange man grob was sieht, ist gut. Ja, das funktioniert eigentlich super mit Skype. Es geht. Mit unserem High-End-Internet. Gerade ich mit meinem High-Elo-Internet. Okay, also du sweepst hier gut durch. Das ist mehr Gift als... Eigentlich ist ja, die Begeisterinnerin, oder? Oh, upsala, ich wollte nicht wechseln. Wobei, ich hätte jetzt auch auf Geowatz gehen können. Das ist kein Georock mehr. Okay. Weil ja, an sich ist doch Agathe Geist bekannt, eigentlich, ja. Das ist Geist, ja. Richtig. Aber es gab halt auch noch drei Geist-Pokémon in der ersten Generation. Das ist ein bisschen problematisch. Und das ist die ganze... Autsch, dankeschön. Erstmal genau die Hilfe und Gift. Manchmal 30% Vergiftungschance. Ja. Manchmal mal 30%. Manchmal will ich außerdem auch noch für Don Nido haben, King, ne? Ja. Gut, weil ich wechsle jetzt trotzdem raus. Wobei ich eigentlich auch heilen könnte. Ich könnte jetzt eigentlich theoretisch heilen und einfach noch mit Psychokinese gehen. Weil ich bin ja schneller gewesen. Wobei, ich war nicht schneller, oder? Weiß es nicht, ich hab doch... Nee, ich war nicht schneller. Ich meine, ich war nicht schneller, deshalb macht das Heilen auch keinen Sinn. Mein Controller reagiert nicht, ohne Witz, ich drück dreimal B und es geht nicht. Geht aber auf immer so ein Controller, aber nicht... Es ist wirklich mein Controller. Ich mach keine Werbung, aber gucke Super Mario 64, Alter, das ist ekelhaft. Es war ekelhaft. Werbung hier, voll kacke. Ist eh mein... Ja, dankeschön. Hättest du Don einwechseln können. Hätte ich auch, ich weiß, dann wäre die Vergiftung schon nicht da, aber... Ich weiß nicht, ich dachte einfach so, komm, wir nehmen jetzt einfach hier ganz easy so ein Erdbeben. Ja, Don auch. Ja, ich weiß, ich wollte halt einfach auf Geowatz, weil das ist Schildkröte im Stein. Guck's dir an. Dann Ninja Turtle. Alter, mein Vater kommt schon ein drittes Mal in mein Zimmer, ey. Ich hab ihm gesagt, ich nehme auf und der kommt so trotzdem rein. Gut. Ich hab mich gemutet. Er ist halt einfach so freundlich, er möchte die ganze Zeit Sachen vorbeibringen. So. Ja, nee, der hat nur eine Wäsche. Ich will jetzt echt gesund einsetzen, das macht gegen Alpha-Lokanist. Ich gebe auf Juno. Du redest einfach wieder nicht. Geräusche. Oder Juno, könnte ich auch, aber ich gebe auf. Ja. Beziehungsweise allgemein auch der Surfer macht guten Schaden, ne? Wahrscheinlich ist der Surfer echt stärker, oder? Ein Surfer echt eine verdammt starke Attacke. Ich denke schon. Ich gebe einfach auf Biss. Attacke. Dankeschön. Ich würde gerade sagen, vielleicht flinchen oder so, aber nö. Schlaf gut, Juno. Komm jetzt wahrscheinlich der Traumfresser, ne? Ohne Witz, ich predige jetzt den Traumfresser und gehe auf. Haben wir noch einen Aufwecker oder so? So einen Hyperheiler sowieso. Bestimmt. Ja, wir haben eine Beere dafür. Bestimmt haben wir eine Beere. Ach komm. Irgendwas haben wir sicher. Wir haben eh genug. Ich brauche keine Beere. Nachschauen. Was surft man in der dritten Generation? Oh, Fluch. Oh, nee. Gut, immerhin die Hälfte der KP weg. Das ist nicht ganz so cool. Ja, aber die Hälfte der KP meint schon mal weg, ne? 95 mit Stab, das heißt nur 1,5. Oh, warte mal. Hier ist keine Beere, oder? Autsch. Bisschen Schaden. Beeren? Ich weiß gar nicht. Nee, oder? Doch, also, wir haben eine Bärentüte, oder nicht hier? Stärker als ein Biss. Aber wir haben eine Bärentüte. Und hier ist gegen... Genau, Marun wäre es gegen schlafende Pokémon. Ja. Gibt's hier Beeren? Surfer wäre stärker. Ja, ich dachte, ich okay, wir können nicht fliehen, ist in Ordnung. Klar wegen dem Fluch, aber Wir machen das trotzdem. An sich keine blöde Kombo. Aber es ist trotzdem down, von daher. Und dann ist hättest du jetzt noch einen Leiter da drauf, wäre das bitte gewesen. Ja, ist der Fluch jetzt immer noch drauf nachhinein, bis ich wechsle, oder? Ja. Ja, ich wechsle jetzt einfach mal wieder raus, können wir machen. Wobei, ist noch ein Gengar. Kann man einfach auf Pedoball gegensetzen. Pedoball wäre schneller. Ich würde Pedoball auch. Explosion, macht keinen Sinn, aber egal. Ich der Einzige, der finde, dass Apollo irgendwie besser aussieht als Gengar und das die dritte Entwicklung sein soll. Ich finde, Gengar sieht einfach aus wie die Zeitentwicklung.
Nee, Gengar sieht schon aus wie die dritte Entwicklung. So, ich finde, das ist weiter Apollo gebildet als... Design allgemein, so mit den Händen. Apollo, so. Aber Apollo sieht cooler aus. Ja. Ich finde auch Apollo, sieht ein bisschen viel gruseliger aus. Oh, wie mich das nervt, ich drücke so fünfmal A und es passiert nichts. Gengar sieht aus wie ein mutiertes Pummeluff. Pummeluff, okay. Auf Drogen. Wie ein Pixie, ein totes Pixie. Stimmt, schaut doch, euch mal das passt wirklich richtig gut, doch. Und von Gengar an, die sehen sich sehr ähnlich. Ja. Aha. Das stimmt sogar, ja. Eine Farbe hat. Und Weed-Augen und schöne strahlende Zähne. Da geht's aber auf die Marum-Werbung. Wir haben eine Werbung für Colgate machen. Ich drücke echt? Fünfmal. Haben wir keine Überheiler? Doch, doch, haben wir. Wir haben 17 Stück. Ich wollte nur die eine Marum-Werbung, die wir haben, einfach benutzen. Ja, das ich meine, warum wir eine Beere also haben, warum nicht? Wow, ich bleib für den Zufallswert. Ich plädiere auf unser Glück oder auf Unschuld. Ne, es hat sich ein bisschen geheilt. Das wird nicht reichen wahrscheinlich. Ja, ja, das weiß ich. Ich meine halt nur, dass wir die nächste Matchpunkt überleben. Oh, okay. Wahrscheinlich ja, die Schockwelle gehen können und dann. Ja, jetzt kommt, ja stimmt, jetzt kommt nämlich das Top-Genesung, egal, wer auf Donnerblitz. Das hat knapp die Hälfte gemacht, deshalb sollte es eigentlich auch reichen. Also mit zwei ja, Tool jetzt. Muss mal schauen, ob es in den gelben Bereich kommt. Muss mir so fucking. Ja, eben kam es auf jeden Fall in den gelben Bereich. Das hat ja die Zitrubeere bekommen. Es war sogar ein bisschen mehr als die Hälfte. Na, ja, jetzt. Ja, gut. Doch, ja, das dürfte reichen, wenn der Zufallswert auf deiner Seite ist. Warum wir so unter Level sind? Weil der Champ Level 63 ist. What the fuck? Okay, passt. Und wir wollen. Ich wollte gerade sagen, ich habe Agathe gar nicht gelesen. Ja. Ich habe die einfach geskippt, aber nee, warte mal, die war ja schon im letzten Part, der Dialog. Welcher Dialog? Soll ich weiter, mit Agathe, ja, dann mach du den zu Ende. Achso, ja. Okay. Du liest Agathe. Krieg das hin! Wirklich, du bist ein ganz besonderes Kind. Und 5800 Poké. Mit 5800 Poké. Geld. Poké-Dollar, bitte. Ja, Poké ist der Mist, du dann. Da habe ich mit Moritz auch schon so oft drüber. Du hast gewonnen! Ich dachte, das war's. Nun verstehe ich, was der Professor meinte. Ich stimme ihm voll und ganz zu. Setze deinen Weg fort. Danke, und hier läuft hier einfach mal die Musik aus dem Pokémon-Turm. Wie cool ist das denn? Das habe ich ganz nicht mehr in Erinnerung. Ja, warte, dann, komm. Da sind wir einfach verständlich, oder? Wobei, nein, wir haben eh noch genug über 3. Ich dachte, ich nehme jetzt aber eine Top-Genesung wegen der Vergiftung, aber nö, wir können uns das sparen. Die Top-Genesung würde ich eher für den Kampf aufheben. Richtig. Die können wir eventuell beim Champ gebrauchen, falls da irgendwie Statusprobleme auch fallen sollten. Falls sie uns mit 63 in den bisschen auseinanderreißen, ne? Ach, die ja, KP gehen in anderen Spielen vorsetzen. Aber nachher schneller wobei, voll, halt. Ne? Was denn? Setz beim nächsten Kampf Pedoball vor. Ja, da war ich was noch kommt gar nicht. Denn ich wollte Siegfried. Elide mit Garados, glaube ich. Ja. So, für die anderen sollte jetzt großes Tafel, was ist das weiter unten? Ja. Tafelwasser, ey. Das der Tafelwasser, jetzt Geowatz kriegt das Tafelwasser, super schön. Beschütte dich damit so Wasser. Viel Sinn. Es macht so viel Sinn. So, und hier sind 3 KP, die nicht da sind, das ist auch egal. Oder soll ich jetzt für 3 KP noch... Nein, ich will die 3 KP haben. Okay, Simon will die 3 KP. Eine Beere. Jetzt wird's auch ganz... Ach komm, lass die paar KP, das wird... Okay, wir haben nur eine Zitrubeere, entschuldige. Dann lass es mit... Nein, verschwende dir jetzt noch nicht dafür. Nein! Moritz ist ein sehr, sehr geiziger Mensch. Ein sehr geiziger Mensch. Dann nimm lieber ein Pullwasser. Es ist doch schon vorbei. Es ist gelaufen. Es ist tschüss. Tschüss, Agathe. Tschüss. Ich finde es ganz nebenbei super, dass Ach, ich laufe automatisch. Pedoball am meisten rockt. Guck mal, ich laufe geradeaus durch den Gang einfach. Das ist schön. Automatisch. Ui. Automatik. Und da ist der Letzte. Ich geh mir erstmal verstecken, tschüss. Ich finde die Szene aber cool gemacht. Ja, das ist echt gut. So, dann kann ich jetzt auch mal was lesen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte auch eigentlich Bruno schon lesen, aber da hat Simon einfach weitergemacht. Bruno. Ich habe bereits von dir gehört, Red. Ich bin Siegfried, Drachentrainer und Oberhaupt der Top 4. Abaten. Wusstest du, dass Drachen mystische Pokémon sind? Sie sind schwer zu fangen und zu zähmen, doch die Mühe lohnt sich. Sie sind beinahe unbesiegbar. Bist du bereit, dem Schicksal ins Auge zu blicken? Für dich endet der Ausflug in die Pokémon-Liga hier, Red. Das ist aber nett von ihm. Alles so arrogant, außer Agathe. die macht nur Eich runter. Freundlich. So, eine Herausforderung Top 4 ist Siegfried mit dem Garados. Wie er hat doch eh keine Chance. Ich wusste, dass er mit Garados. So, wenn wir zum Nuzlocke spielen würde, vielleicht kann ich es ja genauso versauen wie Tim bei sich. Das hast du wahrscheinlich gar nicht gesehen. Explosion! Ja, okay. Nein, nach dem Garados vielleicht. Nein. Nach dem Garados. Wir brauchen immer noch eine Style-Explosion, aber nicht jetzt. Style-Explosion. Also, wenn ihr eine Style-Explosion haben wolltet, wenn ihr eine Style-Explosion wollt, dann in den nächsten Part von Moritz reingucken. Dragonier. Gehen wir jetzt auf den Sweeper für Juno. Jetzt sweepen wir. Ja, einfach der Eisstrahl. Vor allem, wenn er damit. Ich glaube nicht, dass Juno One. Oh ja, wir haben Eis. Stimmt, wir haben Eis. Wobei, ich glaube Dragonier bestimmt noch.
Wobei gerade danach ist es ja... Okay, mit dem Bagu, mit dem Bodyguard, Bagu-Guard, was? Bagu, mit dem Bagu. Baku, ich wollte irgendwie was in Richtung Bakugan sagen oder sowas. Mit dem Bakugan. Mit dem okay, Bakugan. Okay, das ist so. Und gerade bei Dragoran ist es ja vierfach effektiv, ne? Klar, Dragoran ist ja noch bulkiger. Einmal aber brauchst du noch Pedobal, würde ich sagen. Das ist nämlich gegen Aerodactyl. Wobei natürlich auch mit Surfer und so gehen würde. Erstmal Dragoran. Ja, nochmal. Was kann Juno easy? Ich glaube sogar, dass ich den Champ noch anfangen kann, ohne Witz. Du kannst dich einfach fertig machen, das finde ich viel. Ja, das wäre auch. Was denn? 10 Minuten etwa. Okay, wir sind 10 Minuten 30. Knapp, also ich habe ja ich habe meine Audio, glaube ich, 10 Sekunden gestartet, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Ja, du machst es sehr schnell. Ich warte immer 10 Jahre. Nee, ich habe auch nebenbei. Ich gucke nur, dass das Safe Stiffer geladen ist, damit nicht unten links in der Ecke steht, Dingsens hier loaded. Ich weiß nicht, wie es genau steht. Okay. State loaded oder sowas. So, da ist auch schon das Dragoran Level 60. Heiliger Flügelschlag. Wir könnten auch was Besseres 40. haben, ich glaube. Was zum. Oh, okay, mach das. Was? Ja, okay, Fliegen kann man jetzt unbedingt als besser bezahlen. Nee, ich meine allgemein, also, es gibt halt leider keine besseren Attacken, glaube ich, ne? Hier in der Generation. Von flugtechnisch. Oh mein Freeze. Gott. Oh, schade. Nicht gereicht, oh mein Gott. Ah, die Citrobeere. Vielleicht geht die Citrobeere ja. Wobei. Naja, er wird trotzdem jetzt hier. Jetzt mach einfach Eisstrahl. Gib ihm einen Eisstrahl. Wenn ein Zufallswert auf seiner Seite ist, reicht. Stimmt eigentlich schon. Wenn nicht, dann darf ich mich beschweren, hätte ich jetzt einfach Biss einsetzen können. Hättest du auch machen können, aber es könnte reichen. Ja, ich sage es, ey Leute, ich... Dann soll es das bitte gar nicht reichen, wenn Simon das sagt. Ach, schade. Ja, komm. Ja, ich... Was hab ich der gesagt? Der hat gemattert. Wir haben alle gesehen, der mattert. Ja, der Crit... Komm. Ich weiß nicht, ob der die verwirklicht mattert. Da gehen wir einfach auf Pedoball. Ey, wenn ich und Moritz sagen, stimmt, dann stimmt das, ey. Das war genau der Crit, wir, verdammt. Hör mal auf uns. Scheiß Crit, Alter. Oh, die Hunde bellen, ich mute mich kurz. Wuff. Okay, wir kommentieren weiter. Wir haben. Vor allem, ich hab gesagt, ich mute mich kurz. Ich brauche mich für euch nicht muten und ich kann das in meine Audio schneiden. Also, ich habe mich doch nicht gemutet. Oh, okay, das war's. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht so viel Sinn, aber in Ordnung. Das reicht. Wir haben nur mit, kurz gelebt, Moritz. Der schade, wenn es nicht gereicht hätte, hätte ich Explosion eingesetzt. Ich will unbedingt diese Explosion noch drin haben, ohne Witz. Im 101 mit dem letzten Pokémon von Blue. Also komm, du musst diesen blöden Champ jetzt noch schaffen. Nicht so eine Art Probleme, nein. Nicht so eine Art Probleme, die Hunde können hier bleiben. Ich hab verstanden, dass Simon meint, nein. Ja, doch, die kommen zu mir. Dann kriegst du den Chat noch ein. Es ist vorbei. Unfassbar, du bist wahrlich ein Pokémon-Meister. Und das ist das erste Mal klein geschrieben. Dieses Apostroph-E. 6.000. Ja, weil sie halt das mit dem großen E nicht haben. Ja. Es ist kaum zu glauben, meine Drachen sind an dir gescheitert, Red. Nun bist du der Champion der Pokémon-Liga. Naja, Trollolol, eigentlich wärst du es, aber du musst noch eine Herausforderung bestehen. Ein weiterer Trainer erwartet dich. Es ist Punkt, Punkt, Punkt. Blue. Ich kenne Punkt, Punkt, Punkt auch. Ich dachte, er spoilert jetzt ehrlich zu sein nicht, aber er spoilert Blue. Auch er hat die Top 4 besiegt. Er ist der amtierende Champion der Pokémon-Liga. Leute, ich hab mich angeschränkt und hab geschafft, mich nicht zu verlesen, geil. Leute, wir hätten Blue... Geh doch nicht zu weit rein. Der läuft automatisch. Punkt, Punkt, Punkt. Ich hab grad nicht nachgedacht, ich weiß, ich wollte noch heilen und sorry. Oh mein Gott. Der ist automatisch reingelaufen. Wer liest ihn? Soll ich machen? Mach du ruhig. Machst du dir. Okay. Ich hab Hallo. Sorry. Auf diesen Moment warte ich schon lange, Red. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten. Während ich meinen Pokédex aktualisierte, habe ich nur die stärksten Pokémon ausgewählt. Aber nicht nur das, ich habe Teams aufgebaut, die alle Pokémon besiegen können. Vor allem bei alle Apps bei Caps Lock. Und ich bin der Champion der Pokémon-Liga. Danke, dass du einfach wegklickst. Ich dachte eigentlich, du würdest weiter lesen und dachte so, komm, mit dem Delay passt es. Und dann wolltest du jetzt noch einen Kommentar bringen. Nun. Red, weißt du, was das bedeutet? Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer der Welt. Den hättest du jetzt mit Psycho-Lacher machen müssen. Das ist der Originaltext? Leute, das ist der Originaltext und Pokémon Origin, voll krass. Echt? Ach stimmt, ja, ich hab's mir angeguckt. Der sagt genau 1:1. Doch, das stimmt sogar. Cool. Das fällt mir gerade auch auf. Voll lustig. Leute, wir hätten Blue Punkt 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 nennen sollen. Warte mal, hab ich überhaupt viel Schaden kassiert? Ja, Juno halt. Ja, komm, das geht schon. Das geht. Ja, ich hab misplayed, ich hätte nachdenken. Gut, wir haben nicht mehr viel AP, aber. Okay. Mach ihn. Warte, du siehst nichts mehr? Mach ihn fertig! Nee, jetzt geht's wieder. Achso, okay. Du musst nicht sagen, wenn du Blackscreen hast, ist ja auch egal, das kommt schon irgendwann wieder, oder? Ja, ich hab nur gewundert, ob du überhaupt Menü drückst. Wie es nicht reicht. Okay. Lol, der Crit, Alter. Ein Volltreffer, oh mein Gott. Der hat jetzt voll gemeldet, der Crit. Denke, zwei Schockwelle dürften auch ausreichen. Der Meinung bin ich mich auch. Und wir haben nur noch einen AP, glaube ich, auf Donnerblitz oder zwei jetzt. Deshalb möchte ich das ganz kurz ein bisschen aufsparen. Und jetzt die Explosion raus. Nein, ich weiß, Ende des Kampfes.
Explosion. Ja, passt. Wir könnten Pedoball noch brauchen. Ja, deshalb. Ja. Halten mal. Oh, okay. Jetzt kommt wahrscheinlich Nidoking rein oder sowas. Rizeros. Rizeros, okay. Natürlich. Oh, damn prediction, son. Die schon kommen, dass ich gleich noch für 5 Minuten ran darf. Gut, das ist natürlich jetzt dumm, weil ich halt, egal, ich gehe trotzdem einfach Ballsy rein. Ich weiß, da wäre auch anderweitig, wäre es in Ordnung gewesen, weil jetzt wahrscheinlich eh keine Bodenattacke. Wow, okay. Stimmt, warte mal, ich war mit Pedoball drin. Ich dachte gerade, ich wäre mit KFC drin gewesen und habe gedacht, deshalb kommt keine Bodenattacke. Ja, das war gerade dumm. Oh. Er hatte das Torwurf, nicht du. Ja, ich habe das gerade wirklich nicht richtig kalkuliert im Kopf. Dann würde ich auf The Rock oder auf Don gehen. Ich wollte gerade sagen, ich hatte auch beide im Kopf. Ich weiß nicht, was von beiden ich lieber bevorzuge. Nimm The Rock, weil es, glaube ich, stärker vom Angriff her. Habe ich mir auch gerade dran gedacht. Einfach sehr viel Erdbeben oder willst du auf Intensität try? Erdbeben. Ja, okay. Fertig. Erdbeben sicherer, aber es wird wahrscheinlich eh nicht für den One-Hit reichen. Ja, das ist schneller. Denke ich mir auch. Ja, wir sind einfach 6 Level drunter, Alter. Aber es ist trotzdem schneller. Mhm. Hast du recht, für er tut und die Grimasse. Vielleicht outspeeden wir es jetzt nicht mehr, aber trotzdem. Dann kommt, jetzt greift die Flinkklaue. Sag's dir. Ja, boah, das wäre jetzt so episch. Komm. Bin stark. No! Ah, schade. Das wäre so gut gewesen. Ja, das wird nicht reichen. Du wirst überleben. Ich habe dir umsonst trainiert. Oh lol, aber trotzdem nicht so krass. Es ist immer noch sehr effektiv und wir sind 6 Level unter. Ja, aber stimmt schon. Dafür stimmt schon. Schlägt das sich echt gut. Und hat Snap auf die Erdbeben bekommen. Darf auch nicht Drain vergessen. John hat's. Johnson. Ja. hat's geschafft. Ja, Mann. Mir ist aufgefallen, hier Pedoball hat gar kein Geschlecht. Ja, das ist. Pedoball? Ja, das ist. Kennt man das eigentlich? Machen wir es jetzt am besten. Also, meine Telefon soll auch hängen. KFC würde ich gehen. Ja, da habe ich auch gerade überlegt. Fliegen oder halt Flügelschlag. Ich weiß gar nicht, ob er bei Fliegen vielleicht auch predicted oder so. Die haben echt verdammt schwache Flugattacken. Ja, das ist das Problem. Es gibt keine stärkeren. Gab hier keine stärkeren. Ne? Ayuras ist die genauso stark wie Flügelschlag. Ja, manche mich auch. Lol, es outspeedet uns. Okay, es ist 10 Level drüber. Oh, ja, okay. Vorteil, es trifft dich auf jeden Fall nicht, wenn du jetzt angegriffen hast. Jetzt, wenn du es gleich angreifst. Ja, das heißt, es greift jetzt an und dann. Und, ja, gut. Oder ist jetzt nochmal Wachstum? Der Free Boost. Nein. Und das tut danach sehr weh. Dann steigert sein Spezialangriff. Ja, hoffentlich kommt nicht ein Solarstrahl. Das ist sehr clever. Das reicht aber nicht für einen One. Nee, leider nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal. Ich gehe jetzt, glaube ich, erst nochmal für einen Flügelschlag und dann nochmal für Fliegen. Geh ruckzucki. Wenn du meinst, dass das genug Schaden macht, okay, ist dann nochmal. Wir leben sicher? Na, das wird knapp was. Okay, das ist der Sonntag für den Solarstrahl, glaube ich. Oder für sein Akani. Für beides wahrscheinlich. Einmal fliegen. Also ich hätte mir eigentlich Glumana. Ach, die Citrubera. Das ist immer vielleicht der Flügelschlag doch besser gewesen. Wobei, dann wär's auch. Na, kann sein, ja. Ja, dann ich gehe jetzt mal auf den Flügelschlag. Doch, das wird schon reichen. Solarstrahl wird auf jeden Fall. Das okay. Wird wehtun. Es wir tut weh, aber es ist nicht sehr effektiv. Auch wenn es 2 Wachstum hat. Es ist 10 Level höher. Ja, der Crit. Ich glaube trotzdem, dass der. Und es ist ein Crit. Ja, ich glaube, aber der Crit hat gemattert. Da bin ich mir ziemlich sicher eigentlich. Ich auch. Kann sein, Taubos ist relativ defensiv. Ja, ich glaube, mit Smetball resisten wir vierfach, ne? Käfer, Flug. Das Ding ist ein bisschen die Werte. Also zumindest das. Das ist halt krass geboostet, ne? Oh, ja, die Werte sind natürlich nicht stark. Ich werde es trotzdem mal einfach reinholen. Geh mit Smetball rein und beleb irgendwann wieder. Ja, richtig. Ich werde noch Top-Beleber. Ich werde aber schon. Nein, du brauchst. Beleb nicht Juno wieder. Nee. Hey, Juno ist down gegangen? Stimmt doch. Oh, ups. Ich bin bei den falschen Items, okay. Hab's schon verstanden. Das habe ich nicht gesagt, schneid es einfach raus. Ich kann nicht rausschneiden, da ist die Musik und das Bild weg. Obwohl, ich kann. Das Bild muss ich nicht schneiden, ich kann den Ton, aber. Ich will einfach KFC. Nee, Juno macht das KFC, dann auch Juno. Ich glaube, ich werde jetzt trotzdem, weil Smetball allgemein nicht so useful war, werde ich jetzt, glaube ich, einfach drin bleiben, bis es down geht und dann Safe Switch auf Taubos. Ja, wollte ich gerade sagen. Yay, es steigert weiter seinen Spezialangriff, super. Ist echt cool auf jeden Fall. Upsala, wollte ich nicht. Ich könnte natürlich auch noch Dingsens hier heilen, ne? Was ist denn gerade nochmal so rot gewesen? Besiegt? Der vielleicht auch von Vorteil, oder nicht? Ich glaube, die Psychokinese wird uns gerade mehr helfen. Ja. Ja. Auch okay, kann man auch machen. Könnte sein, wenn wir das überleben. Ich sag immer noch, würden wir ohne Crit, ja. Taubos hätte das auch ausgehalten, wenn der Crit nicht da gewesen wäre. Dieses Speck-Pokémon, ne? Ohne Witz. Ich hatte nicht mal die Speckschicht, ne? Aber trotzdem. Ja, ich glaube, ich sollte. Die Sonne aus. Ja, ich glaube, ich heile jetzt einfach. Heil jetzt. Wir sind bei fast 20 Minuten. Du darfst weitermachen, ne? Habe ich auch fast vermutet gehabt. Yay! Ja, wir sind jetzt bei 20 Minuten. Ich glaube, ich höre genau jetzt auf.
Ja, dann musst du das auch? Quasi. Also, ja, wenn jetzt das Pokémon down geht und wir auf Taubos wechseln, dann. Wir sind jetzt bei 20 Minuten, beziehungsweise minus 10 Sekunden für den Start. Aber passt ja dort. Ja, super. Na, so, klasse. Dann, das wird dann Spaß. Soll ich dich hier rauslassen? Aber wir werden ja eh auf KFC gehen, also kannst du eigentlich reinholen. Geh noch auf KFC. Richtig. Gut, streng dich an. Ich frage mich, ob Aeoras den Visafloor jetzt getötet hat. Also von Smetbo auf jeden Fall nicht. Und Flügelschlag wird jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Du kannst auch noch einen Angriff machen. Ja, komm, ich möchte das gerade verabschieden. Jetzt sind wir 20:30, das passt doch so ganz gut. Wenn ich sage, das war's für heute, dann das Finale, beziehungsweise das Vorfinale, sagen wir mal so, es geht ja noch weiter mit dem Projekt. Dann beim nächsten Mal bei Moritz. Schaut sonst auch den letzten Papa Simon und immer so weiter. Das ist das Prozedere, wie man es immer sagt, ne? Und würde dann sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ihr noch was gesagt? Explosion! Explosion, stimmt, nicht vergessen. Next Part Explosion. Aber gut, bis dahin. Wenn es sich anbietet. Ja. Aloha und bis ciao. Dann. Tschüss.